Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Folge Ausblick und zwar diesmal Buffs and Nerfs. Das ist ja schon sozusagen eine Unterkategorie unseres Ausblicks jedes Mal und er wird immer ganz gerne geschaut von euch, deswegen fangen wir direkt an, ohne das Video lang werden zu lassen. Die Blyska Wiska, eins der ersten Premium-Schiffe in dem Spiel World of Warships, bekommt einen Buff. Und zwar in Sachen Nachladezeit der Hauptbatterie. Die ist ja aktuell bei 6,5 Sekunden noch. Und so ist das auch hier noch dargestellt mit diesen 120mm Geschützen. Ja, und in Zukunft wird das Ding gebufft, nämlich mit einer Nachladezeit von 6 Sekunden dann. Ja, wir haben hier eine ganze Menge an Geschützen auf diesem Schiff. Also zwei nach hinten jeweils mit zwei Rohren und eins nach vorne mit zwei und eins nach vorne mit einem. Also man kann hier schon ordentlich Damage raushauen. Deswegen wird es jetzt halt hier nicht auf 3 oder 4 Sekunden verbessert, ja, sondern eben nur eine halbe Sekunde. Und damit hat das Schiff definitiv wieder mehr Damage-Potenzial. Und dann kommen wir zu einem Klassiker in diesem Spiel, nämlich den Flugzeugträger Hoshu. T4 Flugzeugträger. Ja, und der hatte durch die Veränderung der Flugzeugträger plötzlich nämlich einen Vorteil bekommen. Und zwar den, dass Flugzeuge sehr, sehr schnell wieder aufgeladen waren und von einer relativ guten Rückführgeschwindigkeit, wenn die Flieger ihre Torpedos in Wasser gesteckt hatten und so weiter, profitierte und das führte eben zu dieser ganz komischen, bei cleveren Spielern führte das zu komischem Verhalten, was Wargaming natürlich nicht so schön findet hier in World of Warships, nämlich dass man eben relativ schnell hintereinander Torpedos abwerfen konnte und selbst auf niedrigen Tierstufen ohne Probleme einen sechsstelligen Schaden erreichen konnte. Und damit will man jetzt da natürlich Abhilfe schaffen. Und zwar wird jetzt ein anderer Torpedotyp auf der Hoshu getestet. Und zwar den Typ 91 Mod 0. Da wird die Torpedogeschwindigkeit nämlich reduziert. Nämlich von 50 auf 40 Knoten. Und die Rückfluggeschwindigkeit der Torpedobomber wird um 40% reduziert. Das heißt, die Torpedobomber brauchen länger, bis sie wieder beim Flugzeugträger sind. Und sie bewegen sich natürlich auch länger durch das Flugabwehrfeuer. Ja, das ist schon mal entscheidend. Und ja, das soll eben dazu führen, dass nicht mehr ein, ich sage jetzt einfach mal, übertriebenes Gespamme von Torpedobombern bei der Tierstufe 4 Flugzeugträger Hoshu zu sehen sein soll. Ob das dann ausreicht, werden wir sehen, wird die Zukunft zeigen. Als nächstes schauen wir uns dann die französischen Zerstörer an, nämlich den T2, T3 und T4 Zerstörer. Da wird es Änderungen geben und zwar bei T2 und T3, da wird die Torpedogeschwindigkeit angepasst. Und zwar von 57 runter auf 52 Knoten. Bei dem T2 Schiff wird außerdem die Hauptbatterie-Nachladezeit verändert von 4,8 Sekunden hoch auf 5,2. Bei der Tierstufe 3 von 6 Sekunden auf 6,6 und bei der Tierstufe 4 von 6 Sekunden ebenfalls auf 6,6. Wargaming schreibt dazu, im Gegensatz zu ihren Pendants der höheren Klasse haben die französischen Zerstörer der niedrigen Klasse noch nicht das explizite Gameplay von Kanonenbooten. Also das, was die französischen Zerstörer dann ab T7, T8, T9 und so weiter sind. Und deshalb ist ihre Schadensabgabe etwa zu gleichen Teilen auf Torpedos und Hauptbatterie verteilt. Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, den Gesamtschaden zu reduzieren und das Verhältnis durch Schäden durch Torpedos und die Hauptbatterie nicht zu ändern. Die Torpedos waren auch für diese Tierstufen zu schnell, wenn man ihre Reichweite bedenkt. So, und das war's zu den französischen Zerstörern und weiter geht's mit russischen Schlachtschiffen. Und betroffen davon ist die Vladivostok. Hier Stufe 8 der russischen Schlachter bekommt einen Sigma-Nerf und zwar von Sigma 1.7 reduziert auf Sigma 1.6. Insgesamt war Wargaming dieses Schlachtschiff zu präzise. Und ja, das sollte jetzt eben geändert werden in allen Bereichen des Kampfes, so heißt es, ohne die spezifischen Einstellungen der Genauigkeit sowjetischer Schlachtschiffe zu ändern. Gut, also die Mumpeln werden sich jetzt weniger in Richtung Mitte, also dahin, wo ihr genau zielt, orientieren. Mal gucken, ob das, ja, wie sich das auf die Vladivostok auswirkt. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es schon andere Schiffe, die auf 1,6 Sigma reduziert wurden und danach für mich zum Beispiel nicht mehr besonders attraktiv waren. Ich hoffe, dass die Vladivostok trotzdem immer noch ein interessantes und spannendes Schiff bleibt.
Und dann kommen wir zur Kremlin, T-Stufe 10 der russischen Marine. Auch da werden Veränderungen herbeigeführt. Zwar nicht im Sigma-Wert, aber bei vielen anderen Dingen. Zum Beispiel wird der Maximalschaden der AP-Granate von 15.500 auf 14.500 reduziert und damit einher geht auch eine Änderung beim Krupp-Wert und bei der Masse des Projektils. Das wird alles ein bisschen nach unten reduziert, sodass die Durchschlagskraft eben nicht mehr ganz so stark ist und auch der Alpha-Damage wird ja jetzt schon um 1000 Punkte reduziert. Der Krupp-Wert, by the way, ist eben der Parameter, der mit in die Formel einfließt und sozusagen die Härte des Projektils darstellen soll. Und weil die AP-Granaten angepasst werden, werden eben jetzt auch die HE-Granaten leicht angepasst, muss man sagen. Und zwar wird da der Alpha-Damage von 6600 Punkten runtergesetzt auf 6500 Punkte und die Brandwahrscheinlichkeit von 48 auf 45%. Außerdem ist auch da das Gewicht der Granate reduziert und der Splash-Damage, also der Aufschlagschaden oder Explosionsschaden, diese Aura um die Granate herum, verursacht nicht mehr ganz so viel Schaden, wie es eben jetzt noch war. Wargaming schreibt dazu, die Effizienz der Kreml war höher als bei anderen Schlachtschiffen der Tierstufe 10. Um das Schiff auszubalancieren und gleichzeitig einen minimalen Einfluss auf die Definitionsmerkmale des Schlachtschiffs zu haben, haben wir die Eigenschaften ihrer Granaten geändert, halt um diesen Sigma-Wert und diese Tulpenform, sage ich jetzt einfach mal, ab 12 Kilometer ist die Streuung eben deutlich erhöht, eben um diese halt nicht zu verändern, sondern deswegen wurde halt nur die Ballistik leicht verändert und die dazugehörigen Werte. Und das war's mit Buffs und Nerfs für diesmal. Ich hoffe, es hat euch wieder ein paar Informationen gebracht. Wenn dem so ist und euch die Folge hier gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und ein Abonnement, das würde mich sehr, sehr freuen. Einfach auf Abo und Glocke klicken, dann verpasst ihr hier kein Video mehr auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream hier. Bis zum nächsten Mal, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.